So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Michael und zwei Test Let's Play. Ich werde heute wahrscheinlich nur vier Folgen machen, erstmal, weil ja für mich heute ein etwas besonderer Tag ist. Weil heute, ne, also aus meiner Sicht ist heute der 3.12. und dementsprechend ist heute auch der Tag, wo meine Server wieder online kommen. Und ich auch einen Livestream machen werde mit diesem One-Chunk-Map von Shit im Forum. Genau, von daher erstmal nur drei Folgen, weil ich habe aktuell, ne, ich habe Folgen bis zum 9.12. Von daher will ich jetzt nur für 10., 11., 12. und 13. machen, damit ich quasi dann am 10. und 11., also am nächsten Wochenende, dann Folgen endlich auf meinem Server machen kann. Deswegen hier erstmal nur die restlichen vier und glaubt man, damit ist das Display auch zu Ende. Das ist ja quasi jetzt der letzte Test, so sozusagen. Der letzte Test vor allen Dingen auch deswegen, weil ich habe nämlich für dieses Let's Play, ich habe ja schon alle Server auf meinen Server-Laptop migriert und auch den Let's Play-Server. So, mal schauen. Danke OBS, du findest natürlich das Fenster nicht mehr, ist natürlich super geil. Fenster. My Test. Bearbeiten, Eigenschaften, let's go. Oh, gerade hatte ich einen relativ großen Ping von 100 noch was Millisekunden. Warum diese? Na gut, wir wollen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Wo ist denn mein Test? Da ist mein Test. Perfekt. So. Perfekt. Genau, dann einmal wieder zurück hier. Boah, Alter, diese vielen Fenster hier. Doch, die ist ja slim. So, genau. Ich habe nämlich jetzt, wie gesagt, auch schon mein Test-Server, also den Minecraft-Let's Play-Server, auf dem wir gerade spielen, auf den Laptop verzogen. Der läuft jetzt unter dem Port 30.008. Läuft auch noch ohne Passwort, aber ist A, egal, weil der Server eh nur jetzt noch so lange online ist, wie ich gerade hier noch spiele. Und danach nicht mehr. Und zum anderen, es wird das Server auch gar nicht announced. Ne? Das heißt, man könnte sich zwar öffentlich schon verbinden. Gut, wenn ihr jetzt das Video guckt, definitiv nicht mehr. Aber der Server taucht halt nicht in der Serverliste auf. Dass sich also einer zufällig verbindet, sollte nicht passieren. Sind die ganzen Tiere hin? Reagiert der Server noch? Warum ist die Erde? Ja, Server reagiert noch. Tiere? Na, guck mal, also Tiere an sich funktionieren. Das ist gerade wirklich gespawnt. Aber meine Tiere sind weg. Ja, doch, guck mal, das sind noch, also Tiere an sich funktionieren. Aber haben die bei der neuen Mindclone-Version etwa wieder die Option geändert, die du in der Mindtest.conf einträgst? Aber ich habe da eingetragen, dass die Tiere nicht despawnen. Also allgemein Objekte soll, nicht despawnen. Warte, Marco. Okay, dann muss ich jetzt direkt mal probieren. MCL. Nee, Quatsch. Give me. Mobs, MC und dann einmal schieb's hier, aber weil die brechen immer aus. Ich mach mal kurz Kühe. So, geben wir mal so 10. Mal hier auf hier. Bop. Einmal hier so ein paar Spawn hier. Ungefähr so. So, jetzt gehen wir. Oh, ich bin gefangen. Das war sehr gut. So, jetzt logge ich mich mal kurz aus. Oh, ich bin rausgeloggt, alles funktioniert, sehr gut. Logge mich wieder ein. Tatsächlich. Ja, Tiere funktionieren, um direkt wieder welche gespawnt. Aber Objekte werden nicht mehr gespeichert. Das heißt, sie haben bei Minecraft wieder die API geändert. Oh Mann, ey. Und da habe ich mich im Forum extra überreden lassen, nochmal alles zu so updaten. Ja, mit der neuesten Minecraft-Version ist jetzt 0.81. Und mit der neuesten Mindtest-Version ist jetzt 5.6.1. Ja, da oben
Ich will immer F1 drücken wegen Eurotrip Simulator. Hier da oben, ne? 5.6.1 ist aktuellste Version. Das ist sowohl der Server als auch mein Client jetzt gerade. Weil wohl viele Bugs gefixt wurden. Ja, aber dafür sind das neue zugekommen. Meine Tiere. Alle meine Tiere sind weg. Naja, fängt ja das Test-Let's Play schon mal gut an. Das heißt, wir werden mal ganz kurz hier screen. Genau, ich werde jetzt mal ganz kurz screamen. Jetzt mal gucken. Was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt gucken, ich muss erstmal Browser. So. Wie schön, dass man immer sieht, dass ich auf Anime.tv unterwegs bin. Lol. So. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Das müsste ja eigentlich. Nee, im Team komme ich gar nicht weiter. Ich muss erstmal hier. So. Home, Ubuntu, Mintes 561, beziehungsweise nicht, stimmt gar nicht. Ich will ja in Mindclone rein, das heißt, Mindclone ist Mintes, dann Games und dann Mindclone 2. Warte kurz, ich halte mich mal kurz hier ein bisschen weg, damit ihr ein bisschen. Nein, das war falsch. Ich wollte eigentlich genau das. Damit ihr es mal seht. So. Folgendes. Jetzt wollte ich bei Mods. Entities. Mobs. Nee, das kann ja gar nicht sein. Dass das Objekt an sich gespeichert werden, hat ja gar nichts mit Mindclone zu tun, sondern das muss direkt von Mindtest sein. Eben, das muss ja direkt mein Test sein. Ich meine, ich kann jetzt mal ganz kurz hier, ich starte mal ein lokales Spiel. Und zwar, genau, wir gucken erstmal hier mein Test Game, also ist mein Test 5. Micron 5. Interessiert keine Sau. Wir machen mal das. So, Spiel hosten. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Ja, ich habe ein bisschen rumgespielt. So. Wenn ich jetzt hier irgendwas wegschmeiße, zum Beispiel das hier. Wenn ich jetzt auslogge. Und wieder verbinde. Nee, hier ist es noch da. But why? Gut, dann machen wir es was anders. Dann ist vielleicht mein. Ach so. Habe ich vielleicht, als ich den Server migriert habe, da. Ja, mal kurz. Ich muss mal ganz kurz. Den Server mal kurz beenden. So, Server ist gestoppt. Dann starte ich jetzt mal kurz den German Mindclone 2 Server. Das ist der Server 4. Let's go, der wird zwar jetzt auch announced, das heißt, die Leute sehen jetzt in der Serverliste, aber pff, so schnell reagiert keiner. Ich will beitreten. So, das heißt, ich müsste den jetzt auch in der Liste finden, richtig? Na gut, erstmal starten. So, announcing start to server.mytest.org. So, German. Weiß ich natürlich nicht, wie lange er braucht, um dieses Announcement dazu. Also der von Sören ist schon mal da. Ach, da ist ja in den Favoriten bei mir drin. Ich schon wieder. Genau, das ist ja so. Server ist jetzt schon mal da. Hier kann ich mich jetzt nicht einloggen, weil genau, da brauche ich jetzt mein super geheimes, krasses Passwort. Sieht man das noch auf der Tastatur, was ich hier eingebe? Nee, ne? Nee, ist ein bisschen gut, so ein bisschen. So, bin ich mal gespannt. So. Guck mal, da sind schon mal Tiere. Bist du ein normaler Stock? Nee, du bist mit meinem Invisible Tool. So. Nee. Give me MCL Core Stone. Oder weißt du was? Ich mache mal direkt den Test of Example. Mobs, mein Klon, Co.
Gehen wir mal 4. Bam. So. Jetzt spawne ich mal ein dort, eins dort, eins dort und eins dort. So, jetzt logge ich mich aus. Und ich logge mich direkt wieder ein. Oh, alle Türen noch da. Okay, das ist also doch kein neues Problem von Micron, sondern ich habe irgendwas bei meiner Config für den Let's Play Server verkackt. Geil. So, ich glaube nämlich, ich glaube, ich weiß nämlich auch schon was. Und zwar hatte ich kurzzeitig vergessen, die Home-Variable umzuschreiben. Und der hat kurzzeitig auf das mytest.conf von dem Trash-Server zugegriffen. Und ich schätze mal, dass er die jetzt dass er das nicht nur drauf zugegriffen hat, sondern damit auch die eigentliche von meinem Let's Play-Server überschrieben hat. Und in der Trash-Server steht nämlich drin, dass Objekte nicht gespeichert werden. Und das würde nämlich genau dieses Fehlerverhalten erklären. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier rein. Mytest-Server, genau. So. Und jetzt machen wir mal hier Mindclone, sag ich schon. Midnight Commander. So. Ein bisschen größer machen, damit ihr es hier auch ein bisschen besser seht. So, für die hier mit Handy unterwegs sind oder so. Und zwar muss ich da rein bei Mytest, Server 8. So, das ist hier die Config von meinem Let's Play Server. Und da gehen wir jetzt mal auf Bearbeiten. Oh, hab ich noch gar nicht eingerichtet. Ja. So, perfekt. Nee, hier steht sogar der richtige Server noch drin. Active Block Range. Ja, hier. Der Wert ist auch noch sehr hoch. Also selbst das stimmt. Was ist denn das? Habe ich das hier mal reinkopiert gehabt? Das kann ich mal direkt wieder... Oh, das ist jetzt bei allen Servern, weil das direkt von einem neuen Mod kommt. So, das ist jetzt mein offizieller Mindclone 2 Server. Gucken wir mal, was hier drin steht. Nee, hier ist es nicht drin. Dann hatte ich es letztens mal reinkopiert zum Testen, ne? Ja, da habe ich gerade hier meine Verbindung verloren. Kacke, wo habe ich gerade drauf geklickt? Ich habe gerade hier irgendwo drauf geklickt. So, jetzt wieder besser. Das ist das Problem, wenn man eine Tastatur blind benutzt. So, wollen wir mal kurz gucken hier. Home. Wieso bin ich bei Home drin? Ne? Mit einer Kommande. Achso, ja, nee, ist auch richtig. Mytest. Server 4. Nee, genau. Da muss ich rein. So, das heißt, wir müssen das hier nicht löschen. Bin ich bekloppt. Der ganze Scheiß kann also raus. So, mal gucken hier. Löschen. So, genau. Das sieht schon besser aus. So, wollen wir mal überlegen. Wenn es daran nicht liegt. Beziehungsweise ich kann mal kurz gucken, ob es vielleicht doch daran gelegen hat. Starte ich jetzt aber mal nochmal. Und so, mein Let's Play Server. Oh, der meldet sich, die Server melden sich jetzt auch direkt wieder ab, sobald sie geschlossen werden. Ah, weil es war ja früher so ein Ding, dass wenn du einen Server geschlossen hast, der noch ewig in der Serverliste mit drin stand und erst wenn
der irgendwann ein Timeout gehabt hat, irgendwie nach 5 Minuten oder so. Erst dann ist er aus der Serverliste verschwunden. Aber jetzt ist hier direkt wieder nicht erreichbar. Sehr schön. So, Login. Gucke ich mal, ob es das direkt gebracht hat. Habe ich noch ein paar Tiere? Ne, habe ich nicht. Dann gebe ich mir noch mal ein paar Tiere. Give me MCL Mops mein Clone Co. Let's go. So. Was machst du denn hier? Oh. Und so. Okay, das war's nicht. Da müssen wir mal hier kurz rein. Server 8. Ist denn mein One-Befehl falsch? Bearbeiten. So. Er soll Home Ubuntu meintest und das Server 8 nehmen. Ja, es passt alles. Das ist alles korrekt. Warum speichert er die Tiere auf meinem Minecraft 2 Server ganz normal, aber jetzt auf den Let's Play Server nicht mehr? Verdammt. Achso, jetzt ist genau, hier sind noch die andere beiden Versionen, die ich vorbereitet hatte, je nachdem nach der Umfrage, aber die Umfrage ist aktuell eindeutig dafür, dass wir alles behalten. Na gut, eindeutig nicht, gab plus 5 Stimmen. so. Da muss es ja doch hier an der Conf liegen. Aber ich sehe hier nichts. Genau, Remove for Mobs ist auch deaktiviert. Gut, da will ich jetzt mal ganz kurz gucken. Der Server läuft gerade, genau. Wie hieß das Ding? Ganz kurz gucken hier. Ja, kurz mal weg hier. So, mal. Nochmal verbinden. So, verbinden uns mal nochmal. Schön Vollbildmodus hier. So, mal kurz gucken hier. Wie das Ding hieß. So, mal gucken. Set remove from Mobs is false. Genau, okay. Sorry. Ja, Tiere funktionieren, man hört's.
Okay, ich sehe gerade hier, warte mal kurz, haben wir das so sehen? Genau. Normalerweise ist die mytest.com eine ganz normale Datei, aber ich sehe gerade beim Server 8 hat er hier zwei. Was ist denn das? Achso, es ist wahrscheinlich die Arbeitskopie, weil ich hier MC-Edit offen habe. Kann das sein? Wenn ich jetzt hier schließe. Ja, ist wieder raus. Genau, okay, oh, okay, nevermind. Brrr, egal. So, wir gehen jetzt nochmal rein. Ich will mir jetzt nochmal gucken, wie der andere Befehl hieß. Mit diesem Max-Objekt. Wie war das? Da. Max Objekt per Block. Eigentlich kannst du auf. So, mal gucken, wie der ist, ob das hier stimmt. Wo steht das? Oh, sorry, ich hatte es so gerade gehabt. Da. Max. Kann ich lesen. Ich markiere mir mal die Zeile hier. Das ist ja so viel Text. So. So, Max Objekt. Per Block. Ups, das war natürlich super dumm. So. Ja, ist auch richtig. Warum fesselt der keine Tiere? Sag mal. Da kann doch nicht angehen. Ich bin gerade offiziell ein bisschen verwirrt. Unsere ganzen schönen Tiere sind alle weg. So. Hier habe ich die 8.0, in der 0.81 Version drauf. Und auf meinem Hauptserver müsste ich die gleiche Version schon drauf haben. Genau. Ist also alles richtig. Ist alles 1 zu 1 gleich. Nichtsdestotrotz werde ich trotzdem jetzt nochmal die Version hier kopieren. Das heißt, was mache ich denn hier schon wieder? Da war ich doch richtig. Mytest. Mytest. Server 8. Mytest. So, dann schieße ich mal kurz den Server ab. Und stopp. So, dann löschen wir die mal kurz hier. Und kopieren mal die originale Mytest.conf nochmal rüber. F5. So. Jetzt starten wir nochmal den Server. Und wenn das jetzt nichts gebracht hat, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich offiziell keinen Plan mehr. Weil beide Server sind 1 zu 1 gleich. Gleiches Subgame, gleicher mytest.conf, alles gleich. Also da gibt es keinen Unterschied, warum das bei dem einen funktionieren sollte, bei dem anderen nicht. So, Server ist gestartet. Oh, ja. Jetzt wird natürlich auch wieder announced. Dumm gelaufen. Aber, wer weiß, solange dafür die Tiere drinnen bleiben. Weil eben, dass das Server announced wird, steht ja auch in der mytest.conf drin. Und das habe ich natürlich gerade mit drüber kopiert. So. Ah ja, heißt sogar gleich. Obwohl er jetzt auf dem falschen Port lauscht. Naja, egal. Egal. So, also, bin mal gespannt. Nee. Verdammt, das geht doch gar nicht. Ich bin jetzt offiziell total verwirrt. Da, Tiere spawnen funktioniert einwandfrei. Alles wunderbar. Aber bei dem Server verschwinden Tiere. How is it even possible? So, genau, jetzt ist der Server da. Jetzt schieße ich immer noch mal ab hier. Client beenden. Oh, die ist immer noch da. Höhe. Okay. Na. Was vorhin doch nur Glück. Oh, ich sehe gerade, ich habe die Beschreibung noch nicht ganz angepasst. Das hier stimmt zwar, aber hier fehlt noch die 1. Lol. Ja, egal.
Das macht mich gerade total kirre. Meine schönen Tiere. Vor allem, warum? Es gibt halt keinen Grund so. Guck mal kurz bei World rein. Oh, hier kann man ja auch manche Sachen einstellen, aber hier ist keine MyTest.conf. Okay, schade. Dachte schon, dass hier eine MyTest.conf drin ist, die irgendwie irgendwas verändert. Aber für die, die es noch nicht wissen, man kann auch pro Welt eine MyTest.conf anlegen und die dann in den Weltenordner, also das seht ihr gerade gar nicht, in den Weltenordner reinpacken und dann, wenn hier eine MyTest.conf drin ist, ich weiß nicht, ob diese eine höhere Priorität hat als die globale oder eine niedrigere als die globale, aber auf jeden Fall werden dann die Einstellungen halt von beiden genommen. Ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge. Müsste ich mal nochmal ausprobieren. Ja. Das macht offen gesagt halt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, ich kann jetzt nochmal hier ne, auf Nummer sicher gehen und jetzt mal das Subgame hier löschen. Bap, bap. Und von dem offiziellen Server rüber kopieren. Aber ich habe an dem Subgame nie was geändert, weil ich habe es ja gerade erst frisch entpackt. Kopieren war 5. Bap. So. Ach, wie schön schnell alles unter Ubuntu geht. Oder allgemein unter Linux. Nee, ich wollte gar nicht raus. Egal, jetzt bin ich raus. Bop. So, Server starten. Ich verstehe es halt nicht. Gleiches Subgame, gleicher Server, gleiche MyTest.conf und Tropfen reagieren die Server unterschiedlich. Das macht halt so wenig Sinn. Also ich sollte vielleicht dieses Announcement rausnehmen, ne? Ah, egal. Da sind halt ein paar Leute verwirrt. Ich bin ja gerade auch verwirrt, von daher. Bup, bup. So, Hauptmenü. Login. Im Server steht aber, also im Protokoll steht aber auch nicht drin, dass irgendwelche Objekte entfernt wurden. Normalerweise steht auch sowas im Protokoll drin, dass irgendwelche Objekte die da wurden. Ich verstehe es halt nicht. Ich mach jetzt hier mal. Ups, Entschuldigung. So. Also, ich habe ja keinen. Diese Kühe gehen mir direkt wieder auf den Sack hier. Na, ich wollte gerade ein bisschen wegfliegen, aber gucken, wenn ich mich weit weg bewege, dann despawnen die Tiere ja. Also, dann verschwinden sie. Wäre die Frage, wenn ich dann wieder hingehe, ob sie dann wieder erscheinen oder ob sie dann auch noch weg sind. Na, also, ob dieses Remover-Objekt, ob das funktioniert. Guck mal, hier sind noch alle Tiere. Hä, warum sind so viele Tiere? Okay. Das heißt, hier waren früher Tiere, die wurden jetzt auch mitgeladen. Aber beim Beenden des Servers, also sobald ich rausgehe, verschwinden die Tiere. Das sind alles Tiere, die früher hier auch da waren. Weil. Oder? Warte mal kurz. Nee, Chicken, Horse. Nee, es wurden keine Schweine gespawnt. Die müssen also schon da gewesen sein vorher. Die Kuh da hinten ist gerade auch. Die Schweine da hinten auch. Die müssen alle bereits geladen gewesen sein. Das ist ja total verrückt. So, jetzt wieder alles weg. Jetzt gehe ich wieder hin. Und siehe da, sie bleiben weg. Gut, dann müssen jetzt die Kühe bei meinem Haus auch wieder weg sein, richtig? Was zur Hölle? Warum? Was läuft denn hier gerade schief?
So, genau, die sind gerade gespawnt hier. Hier wurden gerade Affen gespawnt. Irgendwo wurde gerade Affen gespawnt. A group of Donkeys. Ja, weg. Also da sind wir eiskalt wieder weg. Das ist doch verrückt. Da könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt. Das ist doch total verrückt. So, ich gehe jetzt noch mal auf meinen MyClone-Server, also auf den offiziellen MyClone-Server. Der hier. Also auf meinen offiziellen MyClone-Server. Ist ja jetzt nicht der offizielle MyClone-Server. Jetzt gibt es leider gar keinen offiziellen MyClone-Server. Aber zumindest auf meinem richtigen. Achso, ja, da bräuchte ich wieder Passwort. Passwort, Passwort. So. Nee, das war falsch. So, das sieht besser aus. Wow. Ja, hier alles wieder da. Alle Tiere direkt wieder da. So, jetzt gehen wir mal hier ganz kurz weg. Ich wollte gerade rennen, aber ohne Nahrung geht das nicht. Wow. Wer wurde da gerade erwürgt? So. Apple. Gib mir jetzt gleich 20. Was? Oh. So. Nein. Hä? Was? Wie? Wo? Was? 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 Also, halt, stopp. MCL Core Apple. So richtig. Achso, give me. Na. Give me. Das macht mehr Sinn. So. Kann ich wieder rennen? Wieso kann ich nicht rennen? Also, super schnell. Ach, wollte ich das aktiviert? Ah! Oh, das war einmal zu schnell. So, jetzt gehen wir mal wieder hin zum Spawn. Oh, ouch. Ja, alle wieder da. Da sind die zwei, die da waren. Und genau, gespawnt wurden nämlich keine. Da ist die. Alle nicht vier. Die klingen sehr interessant, die Viecher. Gut. Ja, also hier funktioniert alles. Denn wenn ich jetzt hier ein paar Äpfel entwerfe, hab, mal für die Nachwelt. Hoffentlich joint jetzt keiner. Oh, ich bin völlig brauchen Arzt. So, gehen wir mal ganz weit weg hier. Gott, wie lange ich schon auf diesem Server nicht mehr war, Alter. Aber die ganzen Sachen hier kenne ich noch alle. Schönes Ding, du. So, jetzt sind wir ganz weit weg vom Spawn. Oh, das war vielleicht ein bisschen sehr hoch. Aber ich habe zum Glück Gott-Mode an. So. Ja, alles da. Spawnt direkt alles wieder neu. Also nicht neu, aber also das, was da ist, bleibt halt da. So muss es sein. Hä? Ich dachte, die sind nur bei Häusern, die direkt gespawnt sind und nicht auch bei Häusern, die man selbst baut, nur weil ein Bett drin ist. LOL. Okay, die machen mir gerade ein bisschen Angst. Zu. Aber hier ist keiner drin, oder? Ich sag jetzt ganz so. Zu viele Objekte hier offen am Spawn. Das fühlt sich nicht an wie 60 FPS. Nee. Eher 35. Naja. Mein Test ist halt immer noch ein bisschen unperformant, ne? Sobald hier zu viele Objekte in der Nähe sind, und hier sind sehr viele Objekte in der Nähe, und zwar
die alle hier. Ne, hier sind halt zig Milliarden Objekte. Also hier, diese ganzen Bilder sind alles schwebende Objekte, also Entities. Und das drückt halt die Performance von meinem Test so unglaublich runter. Das ist schon heftig. Achso, dann, oh, kann auch daran liegen, dass ich gerade gar nicht im Fenstermodus, sondern im Bildschirmmodus aufnehme. Wenn ich jetzt hier in Fenstermodus gehe, also das hier zum Beispiel, habe ich zumindest schon mal 50 FPS. Ja, fühlt sich auch schon viel fließender an. Okay, dann lag es gerade daran, nicht am MyTest selber. Ja, so fühlt sich das viel besser an. Es sind zwar immer noch nur 40 FPS, aber die sind viel konstanter. Und damit, also ich fühle nicht, dass es nur 40 FPS sind. Das ist viel smoother. Smoothy. Autsch. Ich sollte mal meinen Speed wieder rausnehmen hier. So. Ist schon besser. Ja, also auf dem Server funktioniert zumindest alles. Dann werden wir wohl nächste Folge auf dem Server ein bisschen rumspielen. Hä? Okay. Ganz ehrlich, warum eigentlich nicht, ne? Ich sollte aber dieses Announcement rausnehmen. Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Dann gehen wir da mal nochmal rein. Also erstmal wieder in den Fenstermodus gehen. Wo ist denn jetzt hier? Das müsste das sein. Genau. Dann gehen wir da mal kurz rein. Ich fahre mal kurz den Server runter. So. Ja, das hat sich ja dann mit unserem Let's Play schon. Also ich meine, wären jetzt sowieso die letzten vier Folgen gewesen. Also viel mehr wäre eh nicht passiert. Aber ich frage mich, warum das nicht funktioniert hat. Ich frage mich, was da los ist. Das ist falsch. Ich muss da rein. Und da rein. So, dann kann der Server nämlich wieder weg. Dann hat sich das ja direkt wieder erledigt hier. Sehr geil. Ja, komm. Gute alte Zeiten. Ach, muss ich schon wieder rausjagen. Mann. Egal. Ich muss eh nach hier. So, so. Und das bearbeiten. So, dann kann nämlich jetzt die untere Zeile weg. Und der Trash-Server wieder aktiv werden. Ne, weil das hier ist nämlich jetzt der Trash-Server. Ja, sieht man auch hier. Ne, seht ihr nicht. Wegen weil Kamera. Da ist der Trash-Server. Auf der 8. So wie es auch sein muss. So. Nein, ich wollte aus. Ich wollte nicht starten, ich wollte bearbeiten. So, genau, alles richtig. Gut, das klappt doch schon mal. Das heißt, jetzt muss ich in meinem Server 4. Mach nächste Folge. Wir machen erstmal hier, sonst wird es definitiv zu lang, die Folge. Ist ja schon super lang. Ist ja schon 36 Minuten, 38 Minuten. Oh mein Gott. Ja, na dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.